Es ging richtig viele Gerüchte rum, aber wir können das ganz einfach mal kurz halten und sagen, ich weiß nicht, ob ihr Matt kennt, aber Matt ist ja bei Adopt Me so der Social Media und der hat in seinem Livestream gesagt: Hey Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde, heute gibt es ein neues Video und zwar reden wir heute ein bisschen über Adopt Me. Ich brauche die Kopfhörer gar nicht. Ja, wir reden heute über Adopt Me und ihr seht schon im Hintergrund. Ey, in der Adopt Me-Szene, also in der kleinen Adopt Me-Szene oder in der kleinen Adopt Me-Bubble, ist ein richtiges Gerücht kursiert. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es dreht sich tatsächlich um, ihr seht es im Hintergrund, um den weinenden René. Also um ehrlich zu sein, um den weinenden Hund im Hintergrund. Also das Bild war ja beim neuen Update oder beim letzten Update eher gesagt, das Bild dieses Mal. Normalerweise haben ja die Bilder von dem Update etwas mit dem Update zu tun. Sprich, es kommt ein neues Pet, dann ist meistens das neue Pet auf dem Update. Es kommt ein neues Minigame, dann ist vielleicht eine Abbildung vom Minigame auf dem Thumbnail. Aber dieses Mal war da dort ein weinender Hund. Und viele haben spekuliert, hört Adopt Me auf mit den wöchentlichen Updates? Was ist los? Hat Adopt Me keine Lust mehr und sonstiges? Geht Adopt Me den Bach runter? Also es ging richtig viele Gerüchte rum. Aber wir können das ganz einfach mal kurz halten und sagen, nein. Adopt Me wird nicht abgelöst oder Adopt Me hört nicht auf mit den wöchentlichen Updates. Ganz im Gegenteil, Adopt Me testet oder beziehungsweise Adopt Me. Nein, Freunde, so viel kann man sagen. Adopt Me hört nicht auf mit den wöchentlichen Updates. Ich weiß nicht, ob ihr Matt kennt, aber Matt ist ja bei Adopt Me so der Social Media Beauftragte, würde ich jetzt mal sagen. Also, da macht er viel auf Social Media und er postet immer viel bei Instagram und geht ja dann auch immer live, wenn ein neues Update ansteht. Und der hat in seinem Livestream gesagt: Nein, es wird nicht so sein, dass Adopt Me aufhört mit den Updates, sondern es ist einfach nur ein Test. Die haben jetzt einfach dieses Bild oder dieses Thumbnail genommen, um einfach zu testen, wie das bei der Community ankommt. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, es ist ziemlich catchy. Also die Leute springen drauf an und sagen so, ey, was ist los? Was hat Adopt Me vor und sonstiges? Das heißt, Mission gelungen, würde ich sagen, ganz ehrlich. Oh, okay, das war jetzt nicht so klug, Claudio. Ich habe jetzt etwas genommen. Ah, doch, guck mal, war doch klug. So, jetzt schauen wir mal da. Nehmen wir das und gehen mal hier vorne hin. Was fehlt denn euch noch? Okay. Genau. Es ist gelungen, würde ich sagen, weil die Leute springen drauf an und ja, reden darüber. Und das ist, dann haben die alles richtig gemacht. Klar war es jetzt nur eine kleine Bubble, die darüber gesprochen hat. Und das war halt die Adopt Me Bubble, muss man ehrlicherweise sagen. Aber trotzdem war es gut, würde ich sagen. Also, Social Media Team, habt ihr clever gemacht. Aber ich bin auch froh, muss ich ehrlich sagen, dass es. Oder dass es nicht aufhört mit den wöchentlichen Updates, weil dann, glaube ich, würde Adopt Me jetzt relativ schnell den Bach runtergehen, weil momentan hält es sich ja noch, muss man leider, also muss man ehrlicherweise sagen, so ein bisschen. Es gibt mal Down-Phasen und dann gibt es wieder mal High-Peaks. Ich glaube, ich und ein, zwei wenige Kanäle sind die einzigen, die noch wirklich Adopt Me aktiv spielen oder halt in den Videos beinhalten. Und das ist halt echt schade, wenn man vergleicht, wie groß Adopt Me mal war. Versteht ihr? Also, Adopt Me war, glaube ich, mal eines der gehyptesten Spiele hier auf Roblox und jetzt halt nicht mehr. Und das ist schade. Ach, nebenbei, Freunde, seht ihr gerade, ich bin in Adopt Me, ich bleibe auch in Adopt Me, weil es dreht sich ja um Adopt Me, dann würde ich jetzt nicht einfach woanders hingehen, sondern bleib jetzt hier und ich spiele auch ein bisschen hier den Ponypass frei. Ich bin erst bei Level 30, ich muss auch so langsam mich ranhalten, weil wir haben nur noch 4 Tage. Ich glaube, da müssen ein paar Nachtschichten eingelegt werden. Aber Freunde, ihr seht es auch hier wieder. Schaut mal, hier, ich lade Leute ein, hier. Und warte, bis die Leute reinkommen. Perfekt, 3 Leute, dann starten wir. Weil so kriegt ihr es schneller hin, ja, Punkte euch zu erspielen. Guck mal hier, dann schnell hier drauf drücken, dann nach links eine Karotte mitnehmen oder eine Möhre. Hier, dann ein Wasser. Genau, Freunde, dann nehmt ihr noch eine Karotte, weil ich glaube, da, jetzt hat sie schon da. Okay, gut, dann haben wir hier vorne eine Karotte. Sehr gut. Am besten ist es doch, Freunde, wenn ihr rauszoomt, weil das könnte euch auch helfen. So, wo ist denn das an? Wo ist die andere Wasserflasche? Och, nö. Rauszoomen könnte tatsächlich auch helfen bei, ja, dem Spiel, weil dann könnt ihr sehen, was eure Teammates quasi nehmen und was nicht. Ah, okay, eine Möhre noch das. Ja, eine Möhre fehlt dann noch. Okay, ich nehme dann auch noch eine Möhre für hier vorne. Aber es sieht halt schrecklich aus, wenn man so weit weg ist, finde ich.
So. Okay. Dann machen wir noch einmal das. Dann laden wir einmal das Wasser hier auf. Neben Wasser. Perfekt. Übrigens, Wasser. Also der Wassereimer reicht für 3 Portionen. Das heißt, hier vorne, das ist jetzt fertig und der Wassereimer spawnt jetzt in der Mitte zurück. Da habt ihr es gesehen. So, dann starten wir den Eimer. Warte ich einmal, bis er voll ist. Und mach dasselbe hier. Perfekt. Sehr gut, sie nimmt schon den Wassereimer. Er nimmt schon hier. Dann nehme ich einmal den Heuhaufen. Oh, da nur 23. Wir haben 25 XP bekommen. Das ist doch immerhin positiv, ganz ehrlich. So. Dann würde ich sagen, mache ich noch einmal. Auf jeden Fall. Oh, ich habe keine Stalltoken mehr. Tatsächlich, da muss ich, glaube ich, welche kaufen. Egal, Freunde, da mache ich das ein andermal. Ja, Freunde. Also, da hat mir jemand Handzauber geschickt. Warum? Warum? Ich weiß nicht. Genau. Adopt Me macht weiterhin wöchentliche Updates und ich hoffe einfach, dass Adopt Me wieder vielleicht mal so einen kleinen Hype generiert oder generieren kann, aber das muss man, oder da muss man einfach ehrlicherweise sagen, es ist halt schwierig, jetzt nochmal in den Adopt Me Hype reinzukommen oder den Adopt Me Hype neu aufzuleben. Ich frage mich auch, wie könnte man es schaffen? Vielleicht mit einer neuen Map? Was glaubt ihr, Freunde? Oder vielleicht die Map erweitern? Oder vielleicht eine zweite Stadt? Ganz ehrlich, ich glaube, eine zweite Stadt könnte Adopt Me helfen. Oder nicht, findet ihr nicht? Weil ich zeige euch das Ganze mal. Warte mal. Man kann ja theoretisch sich in die Mitte teleportieren. Und dann, ich zeige es euch, da vorne bei der Brücke. Wenn ihr jetzt hinter die Brücke geht und der Tunnel zur Nachbarschaft, genau, das Weiße da vorne, also dieser weiße Tunnel da vorne. Wenn man da reingeht, dann finde ich, sollte es so sein, dass es 2 Städte gibt. Hört sich jetzt erstmal crazy an oder verrückt an, aber doch, ich glaube, das könnte wieder so ein Hype für das Spiel generieren. Natürlich dauert das dann wahrscheinlich Monate, das auch einzurichten und sonstiges, aber ich glaube, so könnte der Job mir nochmal an, ja, an Fame gewinnen oder halt an Begeisterung, an was auch immer, mir fehlt gerade das Wort. Aber ich glaube, das könnte echt Adopt Me helfen. Ansonsten machen sie das schon ziemlich gut mit den Updates oder mit den neuen Events, mit den neuen Pets. Aber ich glaube, so eine neue Stadt bringt schon mal Leben ins Game. Weil schaut mal, wir haben jetzt irgendwie so eine neue Funktion gehabt. Ich glaube, mit Schnell-Task-Funktion irgendwie was machen, dass man irgendwas machen kann. Aber ich weiß gar nicht, ich weiß bis heute nicht, wie das geht. Ich habe mich gar nicht da schlau gemacht. Warte, wo ist das? Aktion? Nee. Schaut mal, ich weiß es nicht mal. Also das mit dem Profil finde ich halt cool. Weil dadurch können wir jetzt immer schauen, so ey, was tradet jemand, was möchte jemand haben? Weil ich zeige es euch mal. Wir gehen jetzt mal auf die Person drauf. Ach, der hat jetzt nichts eingestellt, aber vielleicht hat... Ja, guck mal, die Person hat was eingestellt und so weiter. So, das nächste Spiel machen wir auch. Komm. Wenn wir schon hier sind, dann machen wir das auch. Mein Hut springt immer weg. Warum denn immer mein Hut? So, wir sind gejumpt. Perfekt. Wo ist denn die grüne Fläche? Komm schon. Immer fliegt mein Hut weg. Genau. Also das muss ich lassen. So, schaut mal, die Minigames sind cool. Die Minigames sind richtig cool. Springen. So, Jump. Bin einmal gesprungen, das reicht. So, grün. Sieht das bei den anderen, also sieht das, ist das einfach nur ein Bug, dass alle anderen die Hüte aufhaben? Vermutlich, oder? Alle anderen verlieren ja auch die Hüte, das macht ja sonst keinen Sinn. So, Jump now, bin gesprungen. So. Jump now, bin gesprungen. Wo ist die grüne Fläche? Das gibt's doch nicht. Ja, 3000 Punkte leider nur. Schade. Aber ist nicht so schlimm. 3000 Punkte sind auch 3000 Punkte. Ja, Freunde, was ich sagen wollte halt. Adopt Me hat viele coole Updates reingebracht oder ins Spiel gebracht, ja. Aber eine zweite Stadt ist, glaube ich, schon das Richtige. Schaut mal hier, guck mal, wie cool das aussieht. Einfach so, was er alles hat hier, verifiziert Eigentümer. Das heißt, er hat wirklich alle Pets, Eule und was er alles hier hat. Hat er, oh, er hat sogar einen Orsiak, er hat einen Mega-Neon-Warzenschwein, er hat diese ganzen Kisten noch. Das ist eigentlich ganz cool, weil dann sieht man so, oh, Fledermauskäfig. Hm, vielleicht könnte ich da ein paar Sachen gebrauchen. Und was er möchte, ist halt ein Schattendrache und ein Fledermaus-Drache. Ja, eigentlich richtig, richtig cool. Gespielte Stunden 4300. Wie viel habe ich? Wie viel habe ich? Ich habe 1600. Boah, da ist ja jemand noch süchtiger als ich. Heftig. Ja, Freunde, also kurz um auf das, ja, um auf die Mythe, wie nennt man das, um auf das Gerücht einzugehen. Nein, Adopt Me bringt weiterhin neue Updates, hat Matt bestätigt. Also einer, der bei
Adopt Me arbeitet im Social Media Bereich, hat das bestätigt. Nein, es wird weiterhin, ja, Updates geben. Es war einfach nur so, dass sie einfach ein neues Design getestet haben. Und ja, Freunde, ich würde sagen, ich halte euch jetzt nicht mehr auf und verabschiede mich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Da soll ich mehr solcher Videos machen. Soll ich mal vielleicht Adopt Me Lifehacks und so weiter testen oder Secrets testen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.